Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem ganz besonderen Video. Heute mit dem neuen Mac Pro. Ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein kleiner Apple-Fanboy bin. Ich kann Apple eigentlich nicht leiden. Sondern eher, weil ich einfach nur unfassbare 60.000 Euro hier zusammen konfiguriert habe. Denn man kann sich die Hardware selbst einstellen. Und ich bin jetzt natürlich gespannt darauf zu sehen, wie viel davon eigentlich an Apple geht und wie viel wirklich für die Hardware bezahlt wird. Das heißt, wir probieren heute die ganze Hardware uns selber zusammen zu kaufen und wir würden ihn dann quasi selbst zusammenbauen, wobei wir ihn nicht selber zusammenbauen, weil ich keine 60.000 Euro habe, aber ihr versteht das Prinzip. Ich möchte einen Preisvergleich machen, ob man diesen Mac Pro sich auch einfach günstiger selbst zusammenbauen kann, ohne Apple zu verwenden. Und ja, ich habe hier allerdings nicht mal die komplette Hardware ausgemaxt, ja. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, trotzdem gesagt natürlich maximale Leistung an Prozessor, Arbeitsspeicher und Grafikkarte und natürlich auch Festplatte. Allerdings keine Apple Afterburner Karte, die nochmal 2400 Euro mehr kostet, weil ich die nicht im Handel kriege momentan. Die gibt es einfach nur für Apple. Und das ist quasi nochmal so eine dedizierte Videokarte. Allerdings keine komplette richtige Grafikkarte, sondern eine FPGA-Karte. Das heißt, die hat einen gewissen Schaltkreis in Hardware gegossen, der nochmal ein kleines bisschen besser für Videobearbeitung ist, der nochmal extra einen Boost geben soll. Den kann man allerdings leider nur hier kaufen, den gibt es nirgendwo anders, deswegen habe ich den rausgelassen. Ebenso dieses Gehäuse habe ich Standard gelassen, weil ich keine 500 Euro für einen Edelstahlrahmen mit Rollen zahlen würde. Einfach als Aufpreis für diese Rollen, ihr versteht, was ich meine. Und genauso diese Maus und das Trackpad, da habe ich einfach die Standardmaus gelassen. Wir können uns nachher eine Gamer-Maus dazu konfigurieren und sind wahrscheinlich trotzdem noch unter dem Preis. Und genauso die Software ist auch nicht dabei. Das heißt, es geht hier wirklich nur um die Hardware, die ich wirklich aufs Maximum getrieben habe und wir wollen uns jetzt angucken, was hierbei passiert. So, wir fangen an mit dem Prozessor. Wir haben einen Intel Xeon W-Prozessor mit 2,5 GHz. Leider sagt hier Apple nicht, welchen genau man verwendet. Es gibt drei dieser Prozessoren, Intel Xeon W, mit 28 Kernen. Ja, 28 Kerne sind unfassbar viel, weil ihr auf jedem Kern gleichzeitig zwei Threads laufen lassen könnt. Das heißt, ihr habt Hyper-Threading. Sprich, am Ende könnt ihr 56 Threads wirklich echt parallel laufen lassen. Und das ist schon echt beeindruckend, wenn man sich das überlegt. Ja, das macht allerdings folgende Situation. Es gibt nur zwei Prozessoren, die wirklich 28 Kerne haben von Intel Xeon W. Und das ist einmal, sind diese beiden hier, beziehungsweise diese drei. Während der M-Prozessor ist nicht für, naja, normale Desktop-Geräte gedacht, sondern nur für Mobilgeräte, also Laptops. Sprich, es bleibt mit 2,5 GHz genau diese Variante hier. Der Intel Xeon W3275 ohne M. Der hat auch 38,5 MB Cache, was ordentlich ist und ja, ist ein einfaches Monster. Kostet aber auch dementsprechend knapp 5000 Euro. Ich runde hier immer ganz gerne einfach auf, weil wir wollen ja unter dem Preis bleiben. Das heißt, nach oben aufrunden ist kein Problem. Und ja, wir bezahlen jetzt gerade für den Prozessor alleine schon 5000 Euro. Das muss man sich mal geben. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber es ist auch echt ein Monster. Also ja, nehmen wir einfach mal hin. Sagen wir 5000 Euro inklusive Versandkosten und so weiter und so fort. Und machen wir weiter. Nun, das nächste ist, wir wollen nicht einfach nur irgendein Mainboard haben, sondern wir wollen ein Mainboard, das A, mehrere Grafikkarten unterstützt, natürlich, und B, wollen wir auch 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher haben, nicht Gigabyte, Terabyte, meine Freunde. Das sind 12 Riegel A 128 Gigabyte. So, diese Anforderungen werden von so ziemlich keinem Mainboard aktuell erfüllt. Fast keins. Es gibt allerdings genau dieses hier. Das Ding heißt Supermicro X11 DPINT Intel C622. Das ist einfach der Sockel. Ja, da werden insgesamt 16 Arbeitsspeicherriegel unterstützt. Das heißt, ihr könnt hier nicht nur 12 x 128 GB, sondern sogar 16 x 128 GB reinpacken. Ihr könnt sogar zwei Prozessoren reinpacken, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber das brauchen wir in unserem Fall nicht. Weil, ja, uns reicht ein Prozessor. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben 12 x 128 GB Arbeitsspeicher und wir haben den ganz normalen Prozessor, den wir gerade gesagt haben. Dieses Board kostet allein schon 586,71 Euro, das heißt aufgerundet 600 Euro. So, in dieses Board packen wir jetzt selbstverständlich auch wirklich unseren Arbeitsspeicher rein, was dazu führt, dass ein Arbeitsspeicherriegel, es gibt aktuell nicht wirklich viele
Riegel, die so viel Kapazität haben, um genau zu sein, gibt es nur genau diesen einen Riegel, der wirklich 128 GB RAM auf einem Riegel hat. Ja, und von denen brauchen wir natürlich 12 Stück, damit wir auf die 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher kommen. Das heißt, wir bezahlen 19.200 Euro nur für die RAM-Riegel, okay? Also 19.200 Euro für die RAM-Riegel, 600 Euro für das Mainboard und eben dann natürlich noch den Prozessor. Okay, damit haben wir schon mal relativ viel von unserem Mac Pro erfüllt. Das nächste einfachere, die Grafikkarte wird ein bisschen schwieriger, wie ihr sehen werdet, aber das nächste einfachere ist die SSD. Es geht um eine 4 Terabyte SSD-Festplatte. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, ja. Es gibt sogar 8 Terabyte SSD-Festplatten und man kann sich auch theoretisch mehrere SSDs zusammenbauen, aber hier ist einfach nur im Mac Pro eine ganz normale 4 Terabyte SSD-Platte verbaut. Die kostet 457,53 Euro und die bauen wir da selbstverständlich auch ein. Sagen wir einfach mal 500 Euro und damit sind wir dabei. Super, jetzt brauchen wir allerdings noch die Grafikkarten. Beziehungsweise erstmal brauchen wir noch einen Kühler für unsere CPUs, eine kleinere Sache. Kann man für 43,30 Euro einen super geilen Kühler bekommen. Ich nehme nicht an, dass sowas Krasses bei Mac verbaut ist, aber das ist wirklich ein gutes Teilchen hier. Ich glaube sogar, ich habe einen ähnlichen. Ich weiß es allerdings nicht mehr, ist schon ein bisschen her bei mir. Und wir brauchen natürlich noch ein Case, wo wir alles einbauen können. Auch das ist schnell erledigt. Nehmen wir einfach dieses hier, kostet 118 Euro und sieht deutlich besser aus als das vom Mac. Ja, damit haben wir so die Kleinteile mal fertig. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Und zwar einmal Netzteil und einmal die Grafikkarten. Bevor wir Netzteil kaufen, müssen wir erstmal die Grafikkarten angehen. Denn ja, im Mac Pro sind sogenannte Radeon Pro Vega 2 Duo verbaut. Das Problem ist, dass die Pro Vega 2 Duo Karten noch nicht auf dem Markt ganz normal erhältlich sind. Das heißt, ich kann die einfach als Privatperson wirklich nicht kaufen. Ich kann die nur kaufen, wenn ich mir einen Mac Pro kaufe, aktuell, weil die einfach noch nicht auf dem Markt sind, beziehungsweise weil Mac einfach alle den kompletten Vorrat erstmal vorsorglich eingekauft hat, weil sie gesagt haben, die wollen alle haben. Ja, jeder bezahlt 60.000 Euro für seinen Mac, das ist bei uns ganz normaler Preis. Kein Problem. Deswegen, ja, sind alle Karten gerade weg, beziehungsweise ich kann sie einfach nicht kaufen. Und deswegen muss ich auf äquivalente Karten umsteigen. Deswegen hier mal ganz kurz ein paar Specs zu unseren Radeon Pro Vega 2 Duo. Eigentlich sind die Pro Vega 2 Duo zwei Karten in einer verbaut. Ja? Das heißt, wir haben in der Pro Vega 2 Duo zwei Pro Vega 2 drin. Und jede dieser Pro Vega 2 wird dann einfach so mit der anderen verknüpft, so ein bisschen. So, und von diesen Doppelkarten sind jetzt zwei in eurem Mac Pro drin. Das heißt, eigentlich sind da vier Grafikkarten drin, okay? Und ja, wir haben hier für die Pro Vega 2 Duo, also für diese Doppelkarte, von der wir zwei haben, haben wir hier mehrere Informationen. Wir haben bis zu 64 GB Speicher. Das heißt, wir haben, wenn wir zwei von den Karten verbaut haben, haben wir, und das ist tatsächlich im Mac Pro der Fall jetzt, haben wir 128 GB Arbeitsspeicher für die Grafikkarte. Okay? Also nur für die Grafikeinheit haben wir 128 GB Speicher. Dann haben wir insgesamt 28,3 Floating Point Operations, Tera Floating Point Operations pro Sekunde. Das macht natürlich, weil wir zwei von diesen Karten haben und wir rechnen nur mit 32-Bit-Kommazahlen. Also nicht irgendwie vergleichen 8-Bit- oder 16-Bit-Kommazahlen, damit geht das deutlich schneller. Nein, wir rechnen mit 32-Bit-Floating-Point-Operations. Ja? Und von denen haben wir 28,3 mal 2. Das macht also 56,6 Tera-Floating-Point-Operations pro Sekunde bei beiden Pro Vega 2 auf einmal. Ja? Mit 32-Bit-Gleitkommazahlen. So, das ist so die Maßeinheit, wie schnell so ein Ding ist und natürlich die Maßeinheit, wie viel Speicher sowas hat. Es gibt leider auf dem Markt kein Äquivalent von Nvidia. Das heißt, ich muss hier auf die nächst schwächere Grafikkarte umsteigen und das wäre die 2080 Ti. Die 2080 Ti, wie wir hier sehen können, hat 13,4, also eine Einzelkarte, das sind wirklich Einzelkarten, ja, hat 13,45 Tera Floating Point Operations pro Sekunde mit 32-Bit Gleitkommazahlen. Das heißt, wenn wir vier von diesen Karten, und ja, das Mainboard unterstützt vier Grafikkarten, das heißt, wenn wir vier von diesen Grafikkarten da reinbasteln, haben wir insgesamt 53,8 Tera Floating Point Operations pro Sekunde. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, damit sind wir relativ nah bei den 56,6 dran.
Allerdings hat jede dieser Karten nur 11 GB Arbeitsspeicher bzw. 11 GB Speicher, womit wir insgesamt nicht bei 128 wie bei den Redlands rauskommen, sondern leider eben nur bei 44. Und das ist natürlich deutlich, deutlich schlechter als diese Pro Vega 2 Duo. Da kann ich leider aber nicht näher dran, weil ich, wie gesagt, diese Grafikkarten nirgendwo kaufen kann. Also wir sind so nah dran, wie es nur geht. Wir nehmen jetzt einfach die Nvidias und zahlen dann für eine knapp 1300 Euro. Damit haben wir 4 mal 1300 Euro, also 5200 Euro für die Grafikkarten. Ihr seht, die Grafikkarten sind gar nicht mal so teuer, wenn man sie mit der CPU vergleicht. Da waren wir auch schon bei 5000 Euro nur die CPU. Ja, alles in allem haben wir jetzt also eine Zwischensumme und ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch uns um natürlich die Dings kümmern, das Netzteil. Aber unsere Zwischensumme beträgt gerade 30.700 Euro und unser Netzteil, es gibt nur ein einziges Netzteil, das wirklich genug Leistung bringt, um 4 Grafikkarten a 300 Watt zu versorgen. Also 4 mal 300 Watt sind ja allein schon 1200 Watt. Plus dann nochmal 200 Watt für die CPU, macht 1400 Watt, die wir hier versorgen müssen. Dieses Netzteil hat 2000 Watt, das frisst so viel wie ein fucking Föhn, ja. Und Föhne sind einfach unfassbar teuer, was Strom angeht. Aber, okay, das Ding kostet auch nochmal 400 Euro. Damit sind wir bei einem Gesamtpreis mit fast derselben Leistung, nur Grafikkarten haben wir ein bisschen schlechter gewählt, aber fast derselben Leistung von 31.100 Euro. Das heißt, wir haben insgesamt noch, weil wir ja die ganze Zeit jetzt aufgerundet haben, rechne ich mit 60.000 für den Mac Pro und wir haben 31.100 Euro hierfür gezahlt. Das heißt, wir haben noch 28.900 Euro übrig, die einfach nur an Apple gehen, dafür, dass es Apple ist. Natürlich ist im Mac Pro auch noch eine Tastatur und eine Maus dabei, da nehmen wir jetzt einfach mal meine als Referenz. Meine Tastatur hat ca. 100 Euro gekostet, ist eine richtige geile Gaming-Tastatur, nicht ein ganz normales Drecksteil, ja. Und dann rechnen wir auch nochmal 100 Euro für die Maus ein, was auch eine wirkliche Gamer-Maus einbezieht. Dann haben wir immer noch 28.700 Euro übrig und davon kaufen wir uns jetzt noch einen Golf, einen Neuwagen wohlgemerkt auch, einen ganz normalen neuen Golf, sogar mit der Highline-Ausstattung und haben dann nochmal 28.020 Euro bezahlt und haben immer noch 680 Euro übrig, um nochmal schön fett essen zu gehen. Ja, und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.